Freunde des Basketballs, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge NBA 2K15 hier im My Career Modus. Lange ist es her, dass ich wieder aktiv gespielt habe. Ihr habt die Folge natürlich im Nachhinein noch gesehen, weil ich das Spiel übelst gesuchtet habe. Wie es einigen euch aufgefallen ist, paar Assists zu wenig, also gehe viel zu stark auf Punkte und habe nur 1,4 Assists pro Spiel. Das werden wir jetzt mal ändern. Und gerne auch mal direkt zum nächsten Spiel simulieren. Und zwar in Memphis ist der 30. März, der jetzt gespielt wird. Und das starte ich dann mal und dann möchte ich doch mal gucken, dass Easy Breezy jetzt hier seinen Platz in der Starting Five immer noch weiter sichert, eventuell immer noch ein paar Minuten dazu bekommt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie viele Minuten ich jetzt gerade auf der Uhr hatte als Starter. Ich meine, 36 waren es die letzten Male. Es könnten mittlerweile auch schon 37 sein. Mein Mikrofonarm quietscht. Muss mal wieder geölt werden, glaube ich. Und ich denke, damit habe ich schon einen ganz guten Platz bekommen im Lineup. Der Coach ist die meiste Zeit zufrieden. Allerdings müssen jetzt Siege her. Also es sind nicht mehr ganz so viele Spiele. 6, 9, 10 Spiele bis zu den Playoffs. Und das wird ganz schön kernig, weil wir haben eine relativ bescheidene Bilanz. Und Memphis in Memphis ist auf jeden Fall eine Hausnummer, muss man ganz klar sagen. Aber wir gewinnen ja auch keinen Tipp. Also von daher starten wir immer erst mit dem zweiten Angriff ins Spiel. Ist ein bisschen schade. Ich hätte durchaus mal gerne jetzt in meiner Karriere mal einen einzigen gewonnenen Tipp von DeMarcus Cousins gesehen. Und bin da doch durchaus enttäuscht von der Leistung des großen Big Man. Von der Leitung kann ich natürlich nicht ganz so viel sagen. Komm, wir nehmen den Ball mal wieder. Ja. Den hat Rudy Gay verlegt, obwohl er eigentlich halb post doch ganz schön schon fast an der Freiwurflinie, kann man sagen, stand. Wo ist mein Gegenspieler? Ja, der gegen schießt kann, oder? Nein. Habe ich Glück gehabt, dass Kandi jetzt nicht direkt geschossen hat. Und Carter trifft, Alter. Eine gute Block führt zum Punkt, zu den ersten zwei Punkten hier in Memphis. Für die Sacramento Kings, für mein Team. Jetzt muss ich aufpassen, dass mir meine eigenen Spieler nicht gleich noch den Weg versperren. Ich denke, jetzt kommt hier der kein Pick von Gasol, aber nein, hier von Red Rundolf. Und dann kriegen die den Rebound. Ah, Carter wollte zu viel. Oh, jetzt spiele ich gegen den Großen. Den wir kurz versuchen, ein bisschen Geschwindigkeit hier aufzunehmen. Nice. Da habe ich nochmal relativ gut abgelegt. Ich dachte schon, da wäre einer dran gewesen, aber jetzt so in dem Review, in der Wiederholung hat man gesehen, dass da nichts dran war. So, jetzt gehen wir sogar in Führung. Und damit habe ich meinen Assist für das Spiel. Jetzt brauche ich noch Punkte. So, okay, einen zweiten kann ich mir noch gönnen, denke ich mal. Oh, 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 oh. Freund, ich stehe hier. Scheiße, da kam ich nicht durch. Der hätte auch drin sein können. Gute Ballbewegung, aber mein Spieler ist immer noch nicht der super fantastische Dreierschütze. Also so eine Toleranz, wie ich jetzt gerade in meinem Wurfbarometer hatte da.
führt eigentlich immer zu einem Miss. Oder häufig zumindest. Lass mal meinen Fastbreak ein bisschen rennen hier. Und da bekomme ich den Assist. So, zwei Assists für das Spiel. Ich bin raus, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's von der Assist-Maschine. Da fasst sich mein Spiel auch gerade mal passend zu diesem dummen Kommentar an den Kopf. Nice Block und dann ein Offensiv-Rebound. Das sind solche Rebound-Maschinen mit Zach Randolph und Marc Gasol. Das ist einfach der Wahnsinn. Eat that. Mit dem Shutterstep komme ich da relativ gut voran. Also das habe ich ja schon recht weit geskillt, wenn nicht sogar schon maximiert und habe es quasi auf dem goldenen Level. Mit dem schönen Freeze so, dass der Verteidiger dann denkt, ich ziehe vorbei, bleibt aber trotzdem stehen. Zumindest kurzzeitig deutlich das an, dadurch bleibt er dann, kommt er quasi ins Stottern in seiner Laufbewegung. Das ist schon ziemlich geil. So, und jetzt spiele ich das erste Mal, glaube ich, in den ganzen Let's Plays mit Williams auf dem Platz. So, da stehe ich so frei, den Schuss nämlich direkt hier aus dem Korb ziehen können, aber ich glaube, dann wäre mir einer in die Quere gekommen. Ich meine, and one ziehen oder nicht, aber dafür muss er auch erstmal rein. Und ich glaube, mein Inside Score ist jetzt noch nicht so berauschend, dass ich mich darauf verlassen könnte, dass der Ball da jedes Mal reingeht. Dann hätte ich jetzt doppeln sollen wahrscheinlich. Schwache Helpside. The fuck. Is that the coach? That's the way to work on D. Gute Defense, sagt der Coach. Dann sitzt er erstmal auf der Bank. Komme ich noch rein im ersten Viertel? Ne, er ist wieder im zweiten, aber ziemlich zu Beginn. Du möchtest den Ball haben, dann kriegst du den Ball auch. Da hättest du auch mal ablegen können, Freundchen. Da hat er aber echt Glück gehabt, dass der Ball nicht reingegangen ist jetzt hier. Kollege Staudendamm. Und Vince Carter macht natürlich die Freiwürfe easy cheesy rein. Und da liegen wir auch schon wieder hinten. Ach, shit, Alter. Gutes Raumspiel, aber ich glaube keine gute Shot Selection. Oh, fuck. Ach, das ist gar nicht Conley, ist das, wie heißt er noch gleich? Jetzt fällt mein Name nicht ein, gegen den ich spielen muss. Vor allem, dass schon am Ende der Shot Clock, dass er dann noch trifft. Shit, Turnover, der Pass kam nicht an. Nein! Fuck! Da habe ich aufgehört, die Sprint-Taste zu drücken, weil ich dachte, er hält an und macht irgendeinen anderen Scheiß-Move. Ich soll ein Roleplayer sein, hat die gerade gesagt, die gute Kommentatorin. Das sehe ich nicht ganz so. Alter! So stark. So stark, was er alles trifft. Durch Gasol Garden? Sag mal, habt ihr eigentlich gelitten?
Leute. Wie wär's denn mal, wenn ihr da überhaupt mal irgendwas fangt? Es ist kein Wunder, dass der sich jetzt so freut wie so ein Affe. Boah, Leute. So, leckt mich am Arsch, ey. Ich mache jetzt wieder ein paar Punkte. Das war ein richtig schicker Move, muss ich sagen. Mit der Drehung und dann dem Two-Step noch zum Schluss. Nice. Jetzt können wir wenigstens wieder etwas rankommen. Machen wir einen Cut hier. Now here's Cousins, averaging 16 points a game, just three to shoot, and with that shot, the Grizzly lead is cut down to just 4 points in the bucket for Stauskas. That is not enough coverage. Got to do better than that. Ich glaube, ich sollte mal häufiger den Cut laufen, vor allem wenn Cousins an den Ball hat. Dann kann ich zumindest sagen, hier schieb mir den Scheiß mal rüber, gib mir den Pass. Leute, wie habt ihr das denn da wieder zugewiesen? Es kann nicht sein, dass der kleine Mann gesoulgarden muss. Alter. Ja, danke. Gut, dass er zugeknackt war. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Was machen die denn? Und dann kriegt er wieder den Offensiv-Rebound, weil die einfach... Sag mal, wie sind die denn aufgestellt? Was ein Pass, ey. So. Ein bisschen wild rumgepasst, aber es hat dann doch noch geklappt. Man wäre da jetzt reingegangen, wäre ich ausgerastet. Hätte ich meinen Controller quasi in den Monitor geschmissen. Oh, ich komme ins Interview. Mindset. Okay, wir sind immer noch fassungslos. Wir waren überrascht. Okay, Doris. Doris, das ist auch eine alte, ey. Die hat sie richtig faustdick hinter den Ohren, ey. Das alte Luder. Die gute Doris. Keine Körbe in der Zone zulassen, alle Mann in die Zone. Das möchte der Coach jetzt. Das sollten wir mal hinkriegen, weil er analysiert das Ganze natürlich. Ist gar nicht so dumm, weil die Zone durchaus unser Problem darstellt. Schon allein wegen der ganzen Rebounds. Komm, hier kriegst du einen Pick. Nice. Mal gucken, ob Landry die beide trifft. Nummer 1 ist drin. Sehr vielversprechend. So, und den anderen kriegst du jetzt auch noch rein, bitte. Geil. Ja, der Gute kann auch immer ganz gut gefoult werden. Also der hat eine relativ gute Freiwurfquote. Ich weiß nicht, wie das überhaupt in der NBA bei ihm aussieht, aber zumindest im Spiel trifft er eigentlich so gut wie alles. Komm, passt doch zu Gasol. Ich warte schon die ganze Zeit drauf. Nice.
Gute Bahnbewegung, das sehe ich auch. Das ist gerade relativ rund gelaufen. Muss man ganz klar sagen. Der Coach möchte ja, dass wir uns alle in die Zone bewegen. Und das ist so stark von Randolph. Das ist so stark, was der gute Sektor abliefert. Das ist ein schlechter Wurf vor allem. Nice. So, dann sollte ich mir gleich mal so ein paar Blocks fordern, denke ich mal. Kommt ja auch noch ein bisschen kurz. Zumindest ist es jetzt tied up. 34-34. Aber meine aktuelle Anweisung hat der Coach gesagt, ich soll die Zone sichern. Okay, dann mache ich das. Also keine Punkte in der Zone zulassen und den guten Conley auch somit keine Offensiv-Rebounds schenken. Ja, das sah echt nicht schlecht aus, da hat der Kommentator recht. Schön abgerollt den Ball über die Finger. Nice, ich entwickle mich hier schon wieder zum Rebound-Monster, merke ich gerade. Connects. Ich dachte gerade schon, das wäre Novak, aber das ist ja Schwachsinn. Oh Mann, Leute, ey. Wir führen mit 2 Punkten. Jetzt simuliert das Spiel mal wieder. 46-39, geil, ey. Der Aufschwung hat angehalten. Und jetzt seht ihr mich da an der Sideline Platz nehmen. Ja, schönes Foul von Thompson. So, dann gucken wir doch mal, ob er die Beine reinmacht. Ich würde sagen, er macht 1 von 2. Ja, jetzt kommt der zweite Freiwurf und ich latsche mal gemütlich aufs Spiel, schaue mir die Szenerie dann an und jetzt darf der gute Grizzly seinen zweiten Freiwurf werfen. Ah, er macht keinen. Er macht keinen. Nein! Loose ball fall. What the fuck? So, jetzt wird meine Position gewechselt für die letzten Sekunden jetzt hier. Ich habe gerade aber eben auch einen richtig schlechten Pass gefordert. Ich wurde jetzt als Shooting Guard einsortiert. So, leck mich am Arsch. Gibt es einen leichten Double Move zum Punkt. Beziehungsweise zu den Punkten. Also darf ich gegen Carter spielen in den letzten 25 Sekunden. Gegen den Oldschooler Vince. Der dankt natürlich über meinen Kopf drüber. Nimmt doch schon gut Tempo auf, wollte ich gerade sagen. Komm.
Here's Collison. Can't get it to go. Knappe Sache, aber noch führen wir mit 6 Punkten. Zum letzten Viertel. Und dann wollen wir mal. Die Anweisung ist, die Führung zu halten. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn wir die jetzt noch aus der Hand geben würden mit 6 Punkten Vorsprung. Aber sie schwindet schon dahin. Also ich sage jetzt mal lieber nichts dazu. Das wird schon wieder höchst ärgerlich enden. Komm, gib mir den Ball mal wieder. Du schießt echt scheiße. Komm, gib mir den Ball doch wieder. Das ist doch Wichse! Nice. Schön behind the back und dann den guten Vince Carter da einfach kalt stehen lassen. Nein, Mist, da habe ich einen Offensiv-Rebound zugelassen. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Der geht auf mich, der Punkt. Ey. Höchst ärgerlich. Ja, der Punkt, ich rede schon die ganze Zeit immer von dem Punkt im Singular. Es sind ja immer zwei an der Zahl. Ein bisschen Streetball. Shit. Er verlegt ihn. Danke, du Idiot. Aber Gay macht's auch nicht besser. Das ist doch lächerlich. Das ist doch absolut lächerlich. Nein! Ich habe 3 Turnover und ich versau das Spiel wahrscheinlich. Zack! Kein Swoosh, aber... Er war schön geschossen. So, die Führung halte ich immer noch. Das klappt natürlich ganz gut, aber ich sollte schon noch irgendwie versuchen, noch irgendwie mal einen Assist mehr zu machen. Aber es geht ja irgendwie eigentlich hier nur um die Stats. Das ist ja auch irgendwie schwachsinnig. Ich möchte das Spiel auch irgendwie gewinnen. So, den habe ich geblockt. Wie wär's denn, wenn ihr mir mal den Ball gebt? Zack. Catch and shoot. Ball aufgenommen und direkt an der Dreierlinie abgeschlossen. Hast du eine Wurftechnik, Alter? Der gute Prince. Ist ja nicht so fresh, der gute Prince. Also auf jeden Fall nicht vom Belair. Nein, ein Spin zu viel. Mal wieder ein Spin zu viel. Wieder auf den Fuß gespinnt. Und den macht er natürlich. Der 4. Turnover. Alter Falter. 4 Turnover. Wie geht das denn? Ey? Und der ist nicht drin. Lächerlich, dass ich dann auf einmal Vince Carter garden muss. Komm jetzt aber.
Jawohl. Da machen sie beide den Silberrücken und beide zeigen erstmal, wer hier der Chef im Haus ist. Ich habe nur eine 25%ige Trefferquote ab der Dreierlinie gerade in diesem Spiel. Das war auch schon mal besser. Ich glaube, ich hätte sogar mal 100. Da meinen die Kommentatoren doch echt, das war ein riskanter Schuss. Das sehe ich eigentlich nicht so. Ich habe da zumindest relativ viel Platz gesehen. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Das muss ich mir dann mal in der Videowiederholung anschauen. Da gibt es so einen Kanal, IDOTV, meine Freunde. Nein, dann verschießt er ihn, obwohl ich das Double Team gezogen habe. Schön, dass er mir den dann gegeben hat. Da bin ich aber relativ schön gelaufen, muss ich sagen. Also Eigenlob stinkt ja, aber das stimmt schon, denke ich. Oh, bis der rausgesprungen ist, ja. Auto macht keinen Scheiß, wir können immer noch ein paar Punkte machen jetzt hier. Das Spiel ist noch nicht vergessen. So, 25 Punkte, 2 Rebounds, 3 Assists. Steht natürlich immer noch im Schatten meiner 4 Turnover oder so. So, und jetzt kommen wir zu den Freiwürfen. Memphis hat so viel gefault, dass wir jetzt die Freiwürfe bekommen haben, also ihre Teamfahrt verbraucht. Upsala, mein Freund. Und da verwirft er den, das ist ärgerlich. Ich hätte mich so gefreut, nochmal den Ball zu kriegen jetzt hier, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Doch. And there's the intentional foul, no choice but to stop the clock here. Ich will mich nicht beschweren, so kriege ich wenigstens meine Freiwürfe. Und noch ein paar Punkte aufs Scoreboard. So he goes 2 for 2 at the line. It's a 6-point ball game. Watch free throws there to. Ja, mit 64-58, ich glaube das erste Spiel gar nicht. Die ersten beiden Spiele haben wir glaube ich sogar verloren. Das ist ja jetzt schon quasi die Rückrunde. Ich glaube, wir haben sonst keins mehr gegen Memphis auf dem Spielplan gehabt, wenn ich mich nicht irre. Ach Leute, gib mir doch einfach den Ball. Ich habe noch Lust zu spielen. Nee. Warum faulen die denn noch? Das schaffen die doch eh nicht mehr. Ja, sehe ich genauso. Too many turnovers. Der Coach schreit mir quasi ins Gesicht. Ist nicht ganz so begeistert. Aber wir haben gewonnen. Und mein Spieler freut sich sehr darüber. DeMarcus darf dann nochmal ins Interview. Sharing the ball. Sharing the ball. Die können sich auch mal irgendwas Neues anfangen, das würde ich sagen. Jawohl, meine Freunde, das war's. Relativ gut abgeschlossen. 714 Punkte gekriegt, sofern ich es jetzt gerade richtig gesehen habe. Kann natürlich sein, dass ich schon mittlerweile etwas schiele vom Alkohol.
Neues Upgrade erhalten. Was haben wir denn da? Deine harte Arbeit hat sich gelohnt. Belohnungsübersicht. Ach, wo steht das denn? Geh zum Attribut-Upgrade-Menü und gehe den nächsten Schritt, um einen einzigartigen Spieler zu erstellen. Dann gucken wir doch mal, was ich da so bekommen habe. Da unten steht mal wieder Schaltet. Ne? Das ist ja alles noch so ein bisschen buggy, würde ich mal so interpretieren. Und dann schauen wir doch mal, was mein Spieler jetzt Neues lernen kann. Stark wie Shaquille und Co. den Sieg festgehalten haben. Die Grizzlies haben sich heute nicht einfach so geschlagen gegeben. Das stimmt, das Spiel war nicht ohne. Zumindest zu Beginn. 38 Minuten habe ich jetzt auf der Uhr. Und dann gehe ich mal in die Navigation und guck mal kurz, was die Spielerattribute sagen. Ich habe ordentlich Punkte, 1200, damit kann ich leider nichts anfangen. Aber bei den Plaketten kann ich was verbessern. Und zwar kann ich... okay, das sind alles die die mentalen Plaketten, die man nicht skillen kann. Aber Lieblingsmove Size Up könnte ich skillen. Oder Screen Outlet, das habe ich beides auf Silber. Dann gucke ich doch mal. Ein Spieler mit Lieblings-Move-Size-Up setzt einen Elite-Size-Up-Moves ein, um seinen Verteidiger schwindelig zu spielen, bevor er zum Korb zieht. Ein Upgrade auf Silber oder Gold vergrößert die Probleme deiner Verteidiger beim Size-Up. Das klingt schon mal sehr interessant. Das Screen-Outlet ist ein überragender Blocksteller bei Pick-and-Roll- und Pick-and-Pop-Spielen. Also Pick-and-Roll rollen zum Korb und Pick-and-Pop ist quasi der Open-Jump-Shot, der daraus generiert wird. Er kann Würfe nach Pick-and-Roll und Pick-and-Pop Pässen wie kein zweiter verwerten. Das ist etwas, was ich durchaus mal skillen möchte. Für 700 Punkte, das ist mir auf jeden Fall wert. Und dann könnte ich nochmal gucken, wie teuer das andere ist. Das wird aber auch um die 700, 1000 sogar bei 1000 Punkten liegen. Damit kann ich dann jetzt nichts anfangen. Okay, dann habe ich meine Punkte vergeben. Gehe nochmal ins Hauptmenü, dann seht ihr den Spieler nochmal da sitzen. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Schalte beim nächsten Mal wieder ein, wenn es ins nächste Spiel geht. Lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert meinen Channel. Immer wichtig, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Schaut mal auf Facebook vorbei. Oder folgt mir auf Twitter, das ist auch eine Alternative. Meine Homepage gibt es natürlich auch noch, www.e.de mit einer 0 im Namen. Und ich sage bis dann und bis zur nächsten Folge. Schaltet wieder ein, macht's gut.